Willkommen Leute, euer Gonzo hier und heute geht es nicht um Bayonetta, obwohl man es denken könnte. Nein, reden wir heute über meine PS5. Wir sind im PS5-Menü und ich habe in letzter Zeit ein paar Videos gesehen von Leuten, die Videos machen wie meine 2 Jahre mit einer PS5, mein Jahr mit PS5. Finchi zum Beispiel von Finchis Welt hat ein Video darüber gemacht. Sehr interessantes Video, da will ich gar nichts gegen sagen, ist alles in Ordnung. Jemand anders hat ein Video gemacht und redet dann davon, er hätte gern sein Geld zurück, die PS5 ist es gar nicht wert, wir haben keine Exklusivspiele, ist zwar schön für die Wirtschaft, dass man sieht, Gaming ist nicht mehr so exklusiv und jeder kann jetzt alles überall spielen, das ist viel besser, aber er hätte gern sein Geld zurück für die PS5, weil ohne Exklusivtitel macht so eine Konsole ja gar keinen Sinn. Und dann bin ich gerade mal so ein bisschen ins Menü und habe durchgeguckt, was ich so spielen könnte. Die Kinder sind mal gerade ins Bett abgeschoben worden. Ihr seht schon, es ist 19 Uhr. Sie können sich langsam drauf bereit machen, schlafen zu gehen. Sie müssen noch nicht. Schon mal vorbereitet. Und ich habe gerade einen Moment Ruhe und denke mir, okay, jetzt ab 18 Content. Ihr seht es direkt hier. Jetzt sofort der ab 18 Content. Reinballern, die Kinder sind nicht da. Jetzt kann ich. Jetzt dürfte ich. So. Nee, ich wollte einfach mal durchgucken, was ich alles hier habe. Ab und zu gehe ich meine Sortierungen durch. Falls ihr es nicht versteht, hier ist der Konsolenspeicher und der ist nicht nur der reguläre Konsolenspeicher von 600 bis 800 Gigabyte, sondern auch der erweiterte, der selbst eingebaute von mir von 2 Terabyte internem Speicher nochmal. Und dann ist hier noch der USB-Speicher für die PS4-Spiele hauptsächlich. Das ist eine SSD-Festplatte, eigentlich eine interne SSD-Festplatte, die ich mit einem Adapterkabel einfach hinten an die PS5 drangehangen habe. Das geht, weil nämlich SSD-Platten sich nicht bewegen und nur reichlich Luft brauchen, um auszukühlen, damit die nicht heiß werden. Das ist gegeben. Deswegen brauchen SSD-Platten keine richtige externe Hülle, außer ihr werdet sie irgendwo rumtragen, aber tue ich ja nicht. So, es ist vollkommen fein, wenn man so eine interne Festplatte einfach mit einem USB-Adapterkabel dran macht. Das läuft. Seit 2 Jahren läuft das problemlos. So. Bei einer normalen Festplatte habt ihr natürlich Vibration und Bewegung. Das ist wichtig. Nicht einfach eine interne HDD-Festplatte per USB-Kabel einfach irgendwo dranklemmen. Die wird sich drehen. Die wird sich bewegen und die wird kaputt gehen, wenn sie irgendwo gegenknallt oder sowas. Die darf ja nicht bewegt werden. Ganz vorsichtig. So. Externe haben, glaube ich, auch Schockresistenz drin. Die haben so ein bisschen was zum Abdämpfen drin, nehme ich jetzt mal an. Ich habe sie nie aufgemacht, aber ich gehe mal davon aus. Ansonsten wäre es ja höchst gefährlich, wenn die Dinger sich bewegen, gehen sie sofort kaputt. Jetzt gehen wir das mal durch. Ihr seht hier der PS4-Speicher. Ich habe aber auch hier oben PS4-Spiele. Der PS4-Speicher von 2 Terabyte war irgendwann voll und ich dachte mir, ich muss doch meine Spiele irgendwo reinpacken. Und die Spiele, die ich sowieso auf jeden Fall immer so als Evergreens nah an meinem Herzen trage, wie Bloodborne zum Beispiel nicht, wie Dark Souls und Demon's Souls, ach, sowieso auf PS5. So, die will ich dann doch auf der internen Festplatte haben, spielt eh keine Rolle. Die werde ich ja auch nicht deinstallieren. Mit SSD-Speichern ist es nämlich folgendermaßen: Wenn die einmal beschrieben sind, ist alles gut und man kann die ganze Zeit benutzen. Aber die erstmal zu beschreiben, das nutzt eine SSD ab. Eine HDD wird immer abgenutzt. Die wird beim Lesen abgenutzt, beim Schreiben abgenutzt, beim in der Nase popeln nutzt die sich ab, bei allem. So, aber eine SSD, wenn drauf geschrieben wird, nicht wenn davon gelesen wird, dabei wird die Festplatte nicht abgenutzt und nicht beschädigt. Das heißt, wenn das Spiel erstmal drauf ist, ist alles gut. Aber ständig die Spiele draufzupacken, zu löschen, draufzupacken, zu löschen, draufzupacken, zu löschen, macht die Festplatten kaputt. Habe ich schon erwähnt, bevor die PS5 rauskam, macht das nicht. Holt euch einen möglichst großen Speicher und macht nicht ständig Spiele drauf und nehmt sie wieder runter. Das verschleißt euren Speicher. Das ist schlecht. So, jetzt habe ich die erstmal da drin. Und einige Spiele bekommen ja sowieso noch ein PS5-Update. Die kommen ja dann sowieso in den internen Speicher. Und dann wird der externe Speicher auch wieder voll. Besonders The Witcher 3 kann ich ja dann von der externen Festplatte einfach runterholen und kann es dann einfach in die interne Festplatte als PS5-Version reinklatschen. Und dann haben wir das auch verlagert und die externe wird wieder ein bisschen freier. Und da ich ja sowieso nicht mehr PS4-Spiele kaufe, wird es auch nie wieder nötig sein, da jetzt mehr Platz freizuräumen. 2 Terabyte müssten vollkommen reichen für meine Evergreens. Und irgendwann wandern bestimmt auch hier Bloodborne und Dark Souls. Die wandern alle wieder zurück in den externen Speicher, damit ich irgendwann wieder mehr Platz habe für reine PS5-Spiele, die ich aber auch nicht alle drauf lasse.
Gehen wir gleich mal durch. Zum Beispiel Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy, ich will es genau ausgesprochen haben, habe ich wieder runtergeschmissen, weil, komm, ich habe es einmal durchgespielt. Ich kenne die Story, war ein tolles Spiel, aber das ist kein Spiel, was ich jemals noch ein zweites Mal spielen werde. Das glaube ich einfach nicht. So. Die meisten Spiele habe ich aber noch hier drin und die sind vorinstalliert für den Fall, dass ich sie mal so spielen möchte. Aber ganz oft gucke ich auch einfach nur rein, gucke sie mir an und manchmal denke ich so, ach nein, ich muss da noch weitermachen und da noch. Und da ist mir damals die Festplatte abgekackt und der Spielstand hängt jetzt ein Stück weiter hinten. Und damals kam die Flut und dann konnte ich das nicht weitermachen und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt dran bin. Oder jetzt nochmal mit weiterzumachen, macht keinen Spaß. Ich müsste mal von vorne anfangen. Diese Luxusprobleme. Wir gucken uns jetzt einfach mal, meinen persönlichen Backlog auf der PS5 durch. Aber vorher möchte ich sagen, allein schon fürs PS4 spielen, da lohnt sich die PS5. Das ist die beste PS4, die ihr haben könnt. Ich habe es getestet. Bevor die PS5 rauskam, habe ich mir eine PS4 Pro gekauft, habe eine SSD eingebaut und ich habe es getestet. Als die PS5 rauskam, habe ich den Vergleich gezogen. Und nicht nur sind die Ladezeiten schneller, die Framerate ist stabiler. Denn damals bei der PS4 Pro kam niemand auf die Idee, Performance-Modes einzubauen. Also nicht funktionabel. Also die waren zwar drin, aber die haben einfach nicht funktioniert. Keiner kam auf die Idee, die Dinger wirklich funktionabel zu machen. Einige PS4-Spiele wurden dann in der Framerate geöffnet. Das heißt, anstatt 30 Frames, die sie vielleicht mal wackelig erreicht haben, oder die auch gezittert haben, haben zwar 30 Frames gegeben, aber nicht im richtigen Rhythmus und dann hat das Bild geflackert oder ein bisschen geruckelt. Die Frame Cap wurde dann offen gemacht und die Konsole konnte dann so viele Frames ausspucken, wie geht. Und anstatt 60 waren es dann 45, so zwischen 50 und 45 und hatte ein sehr instabiles Bild. Und das war ein Problem der PS4 Pro, dass die Spiele dann freigegeben wurden für die Leistung und die Leistung aber nicht ausgereicht hat, um auf 60 Frames zu kommen. Weswegen Spiele auf der PS4 Pro oft unstetiger wirkten, so zitteriger wirkten, instabiler wirkten, weil einfach die Spiele für diese Konsole offen gemacht wurden und die Konsole hat aber nicht abgeliefert. Hat das dann nicht ergeben. Und keiner hat sich die richtig Mühe gemacht zu sagen, dann gehen wir mit der Auflösung noch ein Stück runter, damit die Framerate auf jeden Fall immer permanent 60 bleibt. Ich weiß es nicht. Wieso sind die nicht auf die Idee gekommen, da noch ein bisschen zu feilen und zu optimieren, damit die 60 Frames immer geschmeidig bleiben? Denn das wäre möglich gewesen. Spätestens bei einer PS4 Pro wäre es möglich, ein Spiel auf 60 Frames laufen zu lassen, dass es immer noch gut aussieht nach PS4-Verhältnissen. Das Problem wurde jetzt umschifft, indem man einfach eine neue Konsole sich kauft, die PS4-Spiele draufpackt und die laufen nun auch mit offener Framerate, also mit einem neuen Framerate-Cap auf 60, laufen die auch mit butterweichen 60 Frames, weil die PS5 kein Bottleneck hat, weil die PS5 einfach genau das abliefert, was einfach aufgemacht wurde. Die haben bei der PS4 Pro haben die einfach die Büchse der Pandora in den Spielen geöffnet und gesagt, so hier, alles raus, was geht. Ja, die PlayStation hat gesagt, was geht, sind 45. Mehr geht nicht. Sondern die PS5 sagt, hey, alles, was geht. Leute, kommt noch mehr. Nur 60? Das ist ja nichts. Die PS5 beschwert sich da nicht. So, das ist das Beste. Ich weiß, viele Leute stören sich daran nicht. Mir ist das aufgefallen. Diese Mikroruckler haben mich gestört. Andauernd haben die mich bei diesen Spielen gestört. Bei Tomb Raider. Die ganze Zeit. Und ich habe dann auch Shadow of the Tomb Raider auf der PS5 fertig gespielt, obwohl mich das Spiel so schon angekotzt hat, mit den Schleichpassagen und allem. Einfach nur, weil es jetzt endlich flüssig lief. Boah, hat mich das genervt, dass es nicht flüssig war. Dann war es flüssig und alles ist besser. Seitdem spiele ich sehr viele Spiele nur noch auf der PS5. Und als ich diese Videos gesehen habe mit mein Jahr mit der PlayStation 5, meine 2 Jahre mit der PlayStation 5, dachte ich mir, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Ich habe jetzt mal fast eine Woche, habe ich Switch gespielt. Bayonetta 3. Was ja gut aussieht für ein Switch-Spiel. So, und es wird auch mal gemeckert, man könnte das mehr optimieren. So, ey, das ist eine Switch, das ist eine alte Switch. Meine Güte, Mann, bin ich froh, wenn ich nach einer Woche Switch die PS5 einschalten kann und einfach nur noch gnadenloses 4K oder nur noch gnadenlose 60 Frames sehe. Gerade wie ich es möchte. Oder wenn ich ein PS4-Spiel spiele, dann habe ich halt meine 4K mit 60 Frames auf 2 4K-Bildschirmen, was einfach butterweich aussieht. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so butterweich aussieht alles. Und selbst wenn es runtergerendert wird, wenn man Demon's Souls spielt
im Performance-Modus, dann geht Demon's Souls nie auf 1080p runter, sondern mindestens auf 1440p, was dann auf 4K hochgerendert wird und man sieht den Unterschied einfach absolut gar nicht, weil es immer noch über 1080p ist. Das ist ein Performance-Modus. Da könnt ihr mir nicht erzählen, dass PS4-Spiele es nicht geschafft haben, 60 Frames bei 1080p zu erreichen, wenn Demon's Souls, ein Spiel, das aussieht wie gemalt, was euch die Augen schmelzen lässt, im Detailgrad, durch diesen Detailgrad, dass dieses Spiel so laufen kann, aber so ein schäbiges PS4-Spiel kann das nicht. Könnt ihr mir nicht erzählen. Der hat einfach irgendwer keinen Bock gehabt oder alle haben keinen Bock gehabt für die PS4 Pro. Kann ich auch verstehen. Der wird einfach mitten im Konsolenzyklus eine weitere Konsole auf den Markt geschmissen und jetzt macht mal extra Patches dafür, damit die Spiele darauf nochmal besser laufen. Kann ich verstehen, dass die da keine Ressourcen reingesteckt haben, weil da keiner sich nochmal eine extra Version kaufen muss oder sowas. Muss ja alles in einem Paket drin sein. So, haben wir lange drüber geredet. Die PS5 ist einfach die beste PS4, die ihr kaufen könnt und habt zusätzlich eine PS5. Das ist ja wohl das Geld wert. Ich weiß, es ist eine Menge Geld, aber wenn ihr die PS4 verkauft und all euer Zubehör für die PS4 oder schon längst verkauft habt, dann reicht die PS5 für alles. Unglaublich. Tolles Gerät, finde ich. So, gucken wir mal mein Backlog an. Bloodborne ist kein Backlog. Ich habe es oft genug gespielt und ich werde es wahrscheinlich nochmal spielen. Warum auch nicht? Wir haben ja noch eine coole Heldin, Gillian, die Jägerin. Den Run haben wir, glaube ich, nie beendet. Ich glaube, da kam mein Festplattencrash rein. Also das werdet ihr heute noch öfter hören. Mir ist einmal auf der PS4 die Festplatte gestorben und ich hatte nur noch die Spielstände, die ich vorher hochgeladen hatte. Und ich habe damals nicht regelmäßig hochgeladen, weil ich nicht daran gedacht habe, dass Festplatten so schnell sterben. Aber doch, ist passiert. Kann man nichts machen. Der Spielstand müsste aber noch existieren mit Jillian. So, kein Problem. Blood Rain 2 Revamped. Das gab es ja letztens. Ist ja neu rausgekommen, dieses Jahr, glaube ich. Ja, ne, dieses Jahr. Erstmal für PS4. Und da habe ich Blood Rain 1 komplett durchgespielt auf der PS4-Version, also auf der PS5, in der PS4-Version. Und dann kam später nochmal die PS5-Version. Blood Rain 2 Revamped habe ich bis zu einem Eisenbahnlevel. Ich habe letztens noch mit jemandem geschrieben, der meine Videos gesehen hat. Habe ich in den Kommentaren geschrieben. Bis zu so einem Eisenbahnlevel habe ich gespielt und dann wurde es mir auch ein bisschen zu schwer. Blood Rain Betrayal habe ich jetzt nochmal reingemacht, um mir anzugucken, wie geil die Action auf 4K aussieht. Ich habe das damals schon recht weit gespielt, das war aber verdammt schwer. Cyberpunk 2077, hier nochmal die PS5-Version. Die sieht nochmal einen Ticken schöner aus und läuft wunderbar flüssig. Das Problem ist, das Spiel hat sich inzwischen so verdammt sehr verändert, dass ich mit meinem Endgame-Spielstand nichts mehr anfangen kann und überhaupt nicht weiß, wo ich dran bin und wo meine Sachen liegen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Und ich müsste komplett von vorne anfangen. Was ich irgendwann machen werde, ich spiele das Spiel nochmal auf der PS5 komplett von vorn. Warum nicht? Eine Sache, die mir allerdings sauer aufstößt, ich habe mir jetzt viele Videos dazu angeguckt, und es ist tatsächlich so, dass die Items mitleveln. Das ist Kacke. Das mag ich nicht. Ich persönlich mag das nicht. Ich weiß, es gibt viele Leute, die finden sowas ja extrem geil. Die spielen gern diese Loot-Shooter und sowas, und wenn man ganz viel Loot bekommt und so. Wenn ich aber in Cyberpunk mich dazu entschließe, eine bestimmte Mission schon was früher zu machen und es verschlägt mich in ein bestimmtes Gebiet und ich bekomme da besondere Items, besondere Waffen, die cool aussehen, ich bin aber noch im tiefen Levelrang, dann ist diese Waffe auch Kacke. Dann ist die nicht mehr für später im Spiel geeignet, weil die einfach am Anfang eingesammelt wurde. Und wenn ich die später im Spiel eingesammelt hätte, dann wäre die besser. So. Das finde ich nervig. Das ist schon bei stationären Gegenständen scheinbar so. Und ansonsten ist alles eh random auch noch gewürfelt. Ich mag es ja lieber wie bei Elden Ring. Bei Elden Ring wisst ihr, wo welcher Gegenstand sich befindet. Und es ist egal, wann im Spiel, auf welchem Level ihr seid, wenn ihr die Gegenstände einsammelt. Jetzt ist wichtig, dass ihr die Skill-Voraussetzungen erfüllt, um diese Waffe nutzen zu können. Aber es spielt keine Rolle, wann ihr sie eingesammelt habt, wie die Grundstärke der Waffe ist. Die ist immer gleich. Immer. Und das finde ich super. Da kann man sich auch merken, wo die Sachen sind. Und das hat einen hohen Wiederspielwert,
Denn wenn ihr ein neues Spiel spielt, könnt ihr sagen, so jetzt machen wir eine Challenge und ich hole mir nur das und das und dann spielen wir. Oder ich will dieses Mal einfach nur gucken, was passiert, wenn ich mir zuerst das und das hole, was eigentlich in einem schweren Gebiet liegt, aber ich kämpfe mich da durch, hole mir diese Ausrüstung und dann mache ich das Startgebiet nochmal, mal gucken, wie sich dann anfühlt. Finde ich super, das ist ja auch eines der Souls-Prinzipien. Demon's Souls, immer noch nicht die Platin-Trophäe, muss noch gemacht werden. Ich habe auch die Rüstung des Penetrators noch nicht. Da kam mir ja die Flut dazwischen. Ich habe ja einen Platin-Run gemacht im Stream. Und ich habe ja auch noch Notizen dafür, die sind nicht untergegangen. Und da steht auch ungefähr drauf, wo ich dran war. Und ich könnte mit weitermachen. So, könnte ich, aber das ist eine große Herausforderung, mich da reinzuarbeiten. Vor allem, weil ich da im New Game Plus bin. Wenn ich jetzt meinen privaten Spielstand benutze, der nicht im New Game Plus ist, da komme ich wunderbar klar. Habe ich letztens wieder geübt, läuft alles. Aber sobald ich ins New Game Plus gehe, kriege ich die Hucke voll. Dark Souls, da bin ich gerade dran mit mindestens drei Charakteren gleichzeitig, mit drei Spielständen jongliere ich rum, um hier die Videos für euch zu machen mit Level Up und die ganzen Bosskämpfe. Mal gucken, wie lange ich das noch durchhalte, bevor ich wahnsinnig werde. Dark Souls 3, braucht man nicht sehr viel zu sagen. Wunderbarer Fanservice, die Fortsetzung von Dark Souls 1. Für mich nicht so toll wie Dark Souls 2. Scholar of the First Sin auch noch. Ist wieder eine Eigenkreation von einem anderen Studio, die sich gedacht hat, wir nehmen ein bisschen was von Demon's Souls und ein bisschen was von Dark Souls und machen da was Eigenes raus. Und ich finde, das merkt man auch, dass da sehr viel kombiniert wurde und dass da nicht das eigentliche Team dran war und nicht sehr viel übernommen wurde von Dark Souls, was vollkommen in Ordnung ist, wodurch das Spiel sehr eigenständig wird. Zuerst fand ich Dark Souls 3 richtig geil, weil es nochmal richtig back to the roots geht und es dasselbe Gebiet ist wie Dark Souls. Das heißt, ihr könnt euch umschauen und sagen, da war ich und da war ich früher und das sah vollkommen anders aus, aber es verliert mit der Zeit seinen Zauber, weil ihr spielt Dark Souls 1 Teil 2. Habe ich schon mal so genannt, ne? Hier oben waren wir schon. Final Fantasy VII Remake, die PS5-Version. Und hier wird endlich aufgeräumt mit Ladezeiten und mit Texturen, die zu spät nachploppen. Die werden einfach da sein. Alles ist wunderschön. Dieses Spiel ist so unglaublich Zucker. Das habe ich gelivestreamt, bevor die Flut kam. Auch da kam mir die Flut dazwischen. Andererseits hat es kein Mensch geguckt. Ihr wolltet das nicht sehen. Es war viel zu spät. Und also muss ich das Spiel für mich spielen. Aber ich bin jetzt bei den Slums. Und habe auch schon ein Stück weiter gespielt ohne euch. Einfach ohne euch, genau. Wir waren nämlich im Tunnel stehen geblieben. Nachdem wir den ersten Anschlag gemacht hatten, nachdem wir Aerith getroffen hatten. Und ich bin dann aber einfach weiter und bin inzwischen mit tiefer in den Slums, wo der Alleskönner sich seinen Ruf verdient. Habe aber lange nicht mehr weitergespielt. Horizon 2 Forbidden West. Das kam, glaube ich, ungefähr zeitgleich mit Elden Ring raus. Ich habe es kurz angefangen, den Anfang gespielt. Und dann, ich habe nämlich die PS4-Version und habe die auf PS5 abgegradet. Dann habe ich meiner Tochter die PS4-Version gegeben und sie hat auf meiner alten PS4 Pro das Spiel einfach komplett durchgespielt, während ich Elden Ring gespielt habe. Und jetzt kennt sie die Geschichte von Horizon Forbidden West und die scheint eine ziemlich gute zu sein. Also es hat ihr schon in den Fingern gekribbelt, mir zu verraten, was passiert. Das muss ich noch spielen, aber dafür brauche ich wirklich dann Ruhe, um mich da reinzuarbeiten. Und es ist natürlich, ich habe jetzt Ruhe, ne? Ich habe Ruhe, setze mich hin und dann denke ich mir so, oh, ich muss Roboter looten. Oh, dann muss ich mich in die Story reinarbeiten. So, oh. Ich weiß nicht, warum es mich gerade nicht so packt. Ich wünschte, es würde mich gerade einfach begeistern und ich könnte einfach mal spielen. Aber ich weiß nicht, warum nicht. Naja. Hot Wheels Unleashed war irgendwann im PS Plus umsonst, hab's einmal reingeschmissen, bin einmal drüber gefahren, hab's wieder ausgemacht. Ganz spaßig. Aber nichts für zwei Runden irgendwie, ich weiß es nicht. Hab's mir spaßiger vorgestellt. Marvel's Spider-Man habe ich mal angefangen, dann eine ganze Weile liegen lassen, dann kam die PS5, dann habe ich geupgradet auf PS5-Version und habe das dann da durchgespielt. Habe dann mit Miles Morales weitergemacht und nach den ersten Missionen keinen Bock mehr gehabt, denn ich habe bei Spider-Man wirklich die gesamte Stadt einfach durchgeguckt und habe alles eingesammelt, was es zum Einsammeln gibt und alle Herausforderungen gemacht und dann gehe ich nach Miles Morales und habe dieselben Herausforderungen nochmal und denke mir so, nee, die Story war gut, aber sobald es Open World und so und jetzt sucht die Herausforderung, dachte ich mir so, ach nein. Gut, machen wir links weiter. Mass Effect Legendary Edition, wieder eine PS4-Version. Ich habe Teil 1 durchgespielt und bin jetzt bei Teil 2. Ich habe Teil 1, 2 und 3, also alle drei, habe ich schon mal durchgespielt und zwar zweimal. Ich habe die ganze Mass Effect Trilogie schon zweimal komplett durchgespielt. Einmal komplett auf dem PC
und einmal komplett auf der PS3 Legendary Edition. Nee, auch ne? War das auch Legendary? War das Trilogy? Trilogy Edition oder so? Verbuggt. Alles verbuggt. Auf dem PC total verbuggt, auf der PS3 total verbuggt. Und ich glaube, hier waren auch noch einige Glitches drin, ging aber. In dieser Edition in Ordnung. Mortal Kombat, hier gab es auch nochmal einen DLC. Das hatte ich auf der PS4 schon durchgespielt. Den DLC habe ich mir dann auf der PS5 gegönnt. Und ich muss sagen, die Ladezeiten waren schon vorher kurz. Also hier lohnt es sich nicht wirklich. Es sieht genauso aus wie vorher. Die Framerate war schon vorher Bombe und alles war gut. Und ich verstehe es nicht. Es ist, wenn sowieso die Ladezeiten irgendwie nicht schneller werden, weil das Spiel sowieso auf Cross-Gen ausgelegt ist und deswegen die Ladezeiten nicht gekürzt werden können irgendwie, weil die künstlich erhalten bleiben müssen, dann macht es auch keinen Sinn, daraus eine PS5-Version zu machen. Aber okay, dann habe ich in DLC halt auf der PS5 gespielt. Neptunia Reverse, einfach nur, weil ich, glaube ich, jedes Remake oder jedes, ja doch, ist ein Remake von Teil 1 vom allerersten Neptunia, weil ich die alle besitze. Auf der Vita habe ich das sogar schon, Vita ist schon voll alt. Und auf der PS3 weiß ich gar nicht, vielleicht. Auf jeden Fall, ich habe es nochmal kurz angemacht, habe ein bisschen gegrindet am Anfang, bin eingeschlafen. Ach, ich weiß nicht, ob ich da nochmal reinkomme. War mal günstig zu haben. Ist wieder mal so ein. Es war ja, gibt es ja auch schon lange, dieses Ding. Jetzt müssen wir von unten nach oben eigentlich. Nio 2. Ich habe gehört, man kann da selbst einen Charakter erstellen. Das hat mich gereizt. Kam aber nicht dazu. Bis jetzt noch nicht. Nio 1. Da ist mein Festplattencrash mit reingekommen. Das heißt, mein alter Spielstand fehlt. Ich habe da im Livestream sehr viel Hilfe bekommen, bin dann aber irgendwie nicht selber in die Welt eingetaucht. Dadurch, dass andere Leute mir so geholfen haben bei Nio, konnte ich dann nie selber Fuß fassen und dann nie wirklich einen Spaß dran entwickeln. Und ich finde die Steuerung auch total überladen. Also ich, Souls-Likes sind scheiße. Ich habe es hier gesagt. Alle Souls-Like, alle Souls-Like, alle, die nicht von From Software sind, call ich jetzt mal. So, alle. Wenn ihr die mögt, dann seid ihr auch scheiße. So, bitteschön. Nee, ich find's einfach übertrieben. Ich finde, Nio ist einfach übertrieben schwer. Die Steuerung ist übertrieben kompliziert, dass man nach jedem Schlag seine Ausdauer wieder aufladen muss, indem man im richtigen Moment noch irgendwas drückt. Ach, das ist, als wenn du zum Dark Souls Gameplay noch Quicktime-Events hinzufügst, um es nur noch komplizierter zu machen. Damit du ja keine Sekunde hast, ohne einen Knopf drücken zu müssen. Selbst in der Recovery musst du nochmal Knopf drücken. Ich finde, das macht mich hektisch und nervös und da komme ich überhaupt nicht mehr klar. Also das ist meine Meinung zu Nio 1. Die Steuerung ist total überladen und auf extra kompliziert ausgelegt. Ist mir zu viel. Vielleicht werde ich irgendwann ein richtiger Neo-Crack, irgendwann mit der PS5-Version, man weiß das nicht, ne? Oder auf der PS6, wenn ich Neo, die PS5-Version auf der PS6 spiele und sage so, ey, aber auf der PS6, dann läuft das Neo 5 richtig gut, also Neo PS5 richtig gut. Könnte ja sein. So, Resident Evil 2 und 3, nochmal in einer PS5-Version. Da muss ich auch sagen, das ist eine Version, die es nicht gebraucht hätte, die ich mir natürlich trotzdem runtergeladen habe, nur damit ich es von unten nach oben verlagern kann, in diesen Speicherstand. Es ist aber zu sagen, diese Spiele waren schon zu Release auf der PS4 absolut gut. Richtig gut. Die waren performance-technisch einfach bestens. Da kann man kaum was beanstanden. Außer natürlich, wenn man wie ich speedrunnt, und ich habe hier auch Claire Hardcore gespeedrunnt mit dem S-Plus-Rang, sodass ich alle ihre Waffen freischalte. Und beim Speedrun ist mir aufgefallen, dass da ab und zu kleine Laderuckler mit drin sind. Ganz selten. Die werden jetzt hier nicht mehr da sein einfach. Wahrscheinlich schon ab der SSD wären die nicht mehr da gewesen. Aber auf der PS5 kann ich mir vorstellen, in der PS5-Version auch noch keine Laderuckler. Kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Das dürfte gar nicht mehr da sein. Ich habe es aber seitdem nicht mehr ausprobiert, weil ich viel lieber Resident Evil 3 speedrunne. Und hier merkt man einfach auch keinen Unterschied. Hier sind Ladezeiten nämlich auch in Gesprächen versteckt. Und diese Gespräche werden ja nicht schneller, nur weil ich jetzt eine PS5-Version spiele. Die müssen ja trotzdem durchgehen, diese Gespräche. Dann steht dann Carlos mal in der Tür im Weg und macht langsam die Tür auf, während er redet. Und das ist eine versteckte Ladezeit. Das ist mir dann aufgefallen, weil das nämlich mit einer SSD viel schneller geht auf der PS4. Das war da, zu der Zeit habe ich ausgewechselt und habe festgestellt, da ich ja das Spiel auch gespeedrunnt habe, dass Carlos plötzlich viel schneller mit dem Reden fertig ist und die Tür öffnet. Aber das Gespräch muss trotzdem komplett durchlaufen. Aber sonst kann es sein, dass er redet und dann ist er kurz still. Und dann muss die Tür noch geöffnet werden. Hier ging das einfach einen Zacken schneller.
dass nach dem Reden auch die Tür schon fertig offen war. Und da wurde mir klar, okay, das war gerade eine versteckte Ladezeit. So, und diese werden nun mal in der PS5-Version ja nicht besser. Hier ist Resident Evil Director's Cut, die PlayStation 1-Version, die ich natürlich auf der PS3 gekauft habe und auch auf der Vita und auf der PSP. Die kauft man einmal und kann sie für alle drei Geräte benutzen. Und natürlich jetzt auch, was ich aber nicht wusste, was gar nicht so natürlich ist, auch hier, denn ich habe sie ja schon mal gekauft, was aber nicht selbstverständlich ist für die heutigen Maßstäbe, dass mir die Sony nochmal kostenlos hier zur Verfügung stellt, weil ich sie auf der PS3 schon bezahlt habe. Finde ich super. Das hier ist aber nicht dieselbe Version wie die PS3-Version, die ja auch nur die PS1-Version ist. Die hier ist aber ein bisschen hochskaliert. Leider sieht man jetzt die ganzen kaputten Polygon-Modelle, weil Polygon-Modelle damals durch dieses fehlende Z-Buffering in PS1-Spielen keine stabile Konsistenz hatten, keine stabile Konstruktion hatten. Die ist ständig hin und her gewabert, so wie die Wände immer. Das sieht man jetzt leider ziemlich deutlich. So, Scarlet Nexus, darüber weiß ich auch gar nichts. Das war im Angebot, ich habe es günstig gekauft, jetzt habe ich es einfach. Ist so ein Anime Souls-like und ich habe eben schon gesagt, was ich von Souls-likes halte. Trotzdem versuche ich sie immer mal wieder gerne. Wenn es ein Anime-Spiel ist, ich stehe auch auf Anime-Spiele. Und hier unten, hier Code Vein auch noch. Ich habe die anderen verwechselt, ne? Von Code Vein habe ich die PS4-Version. Scarlet Nexus PS5-Version, mal gucken, was dahinter steckt. Skyrim. Selbstverständlich habe ich Skyrim nun auch in der PS5-Version, denn man kann nie genug Skyrim haben. Ich glaube, die Ladezeiten sind einfach nochmal kürzer. Sah schon immer geil aus. Ich muss da nochmal reingucken. Star Wars Jedi Fallen Order. War auch extrem günstig, kurz vor der Flut gekauft. Ich wollte es mal im Livestream spielen, dann kam die Flut, ist nichts draus geworden. Und jetzt dümpelt es hier rum und momentan habe ich auch gar keinen Bock drauf. Stranger of Paradise. Die einzige große Enttäuschung auf der PS5. Ich dachte mir, komm, es ist doch zumindest ein Final Fantasy. Komm, ihr werdet euch doch bitte ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, wie man hieraus was machen kann. Und ich habe keine Ahnung, ob am Ende noch ein großartiger Twist kommt, denn soweit habe ich es nicht geschafft. Das Spiel sieht einfach grottig aus. Es sieht aus wie ein hochskaliertes PS3-Spiel auf einer PS4. Es flimmert überall und es ist so unglaublich hässlich. Dass es sowas heutzutage noch geben darf, ich verstehe es nicht. Die müssen irgendeine alte Engine rausgekramt haben, die Flimmer Engine 3000 mit extra Sägezahnkanten und Matschetexturen und bah, und haben sich gesagt, so jetzt machen wir nochmal Final Fantasy 1, ohne noch irgendwas Neues oder irgendeinen neuen Twist reinzustecken. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. Machen wir da einen Nioh-Loot-Sammler draus. So, das ist leider Final Fantasy Nioh Edition und das fand ich bei Nioh schon nicht geil und finde es bei Final Fantasy auch nicht geil. Vielleicht kann ich mich irgendwann zusammenreißen und weiterspielen, um zu gucken, ob da doch noch irgendwo Story hintersteckt. Aber bis jetzt finde ich es einfach grauenvoll. So, schade, weil es nämlich Final Fantasy heißt. Das zerstört meine Verbindung zu Final Fantasy. Es ist ein Final Fantasy, was nicht gut ist. Und es steht in meinem Schrank. Das kratzt so ein bisschen an meiner OCD. Tales of Arise, schon mal kurz angefangen, kam aber nicht sehr viel weiter. Tales-Spiele finde ich ganz interessant. Diesmal hat es eine Thematik mit verschiedenen Planeten und Sklaven und so. Immer wieder interessant. So, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Cowabunga Collection. Da bin ich schon mit euch durchgegangen. Da habe ich die PS5-Version. Master Duel selbstverständlich. Habe ich eh auf jedem Gerät, auf jedem Taschenrechner im Haus das Master Duel. So, und hier sind halt, boah, wenn ich jetzt so weiter rede, das wäre ewig. Wir sind bei einer halben Stunde. Leute, guckt es euch an. Oh, Dragon's Dogma Dark Arisen. Müsste ich auch noch weiterspielen. Ach, hier, guck mal. Die dritte Version von Dragon Quest 11. Hier, die Switch-Version für die PS4 nochmal neu aufgelegt. Habe ich schon ein Video drüber gemacht. Fallout 4. Soll nochmal für die PS5 kommen, ne? Da kommt noch ein Update. Hier, Dragon Ball Z Kakarot kommt auch noch für die PS5. Ich glaube, beides nächstes Jahr, ne? Nochmal eine PS5-Version. Kürzere Ladezeiten und ein weiterer DLC für Kakarot, weil das einfach so geil angekommen ist. Unglaublich. Wir gehen mal ganz schnell irgendwo durch, ob hier irgendwas Interessantes mit drin ist. Und das wird nochmal kurz durchgenommen. Ich gucke nochmal ganz schnell durch. Ich gucke. Hier. Da fehlen mir auch noch die neuesten Kämpfe, aber ich spiele es auch gar nicht mehr. Ich kaufe die nicht mehr dazu. So. Diverse Final Fantasies hier. Das wollte ich auch nochmal spielen.
12, The Zodiac Age. Der Gluon spielt gerade Final Fantasy 12 oder hat es gerade wieder im Livestream gespielt. Ich gucke da ja gerne zu, auch wenn das Spiel an sich mich nicht so interessiert, aber ich schaue ihm dabei gerne zu. Deponia hat Bella durchgespielt. Ich selber noch nicht, aber ich dachte mir, komm, da kannst du nichts mit falsch machen. Ja, die sind ja schon Kult. Kingdom Come Deliverance habe ich auch nicht weitergespielt. Ab und zu mache ich es mal an und sammle ein paar Gänseblümchen, mach wieder aus. Das habe ich am liebsten gemacht. Gänseblümchen sammeln. Horizon Zero Dawn, inzwischen sogar mit einem PS5-Patch aufwärtskompatibel. Also, dass es nochmal mit 60 Frames belohnt wird und einer hübscheren Auflösung, wenn man es in eine PS5 reinsteckt. Das Spiel merkt jetzt, wenn es in einer PS5 drin steckt. Also ja, geil. Danke dafür. Soll jetzt nochmal als Remake kommen, ne? Ach, ihr habt es zuerst bei mir gehört. Ihr wisst Bescheid. Nier Replicant muss ich auch nochmal spielen. Ich habe extra das alte PS3 Nier verkauft damals und habe darauf gewartet, bis Replicant kommt. Jetzt habe ich es hier. Müsste das auch dann nochmal spielen. Nier Automata wollte ich auch ein zweites Mal mal spielen. Irgendwann. Mal gucken. Knights of Azure. Ich habe mich nochmal durch den ersten durchgebissen und wollte Teil 2 spielen, aber dann schlafe ich doch immer wieder ein. Das hat wieder so ein krasses Zeitmanagement drin, wo man ganz genau gucken muss, ich habe so und so viele Tage zur Verfügung im Spiel und wie mache ich dann das Maximum draus? Und das macht mich wahnsinnig, weil man irgendwann aus dem Plan nicht mehr rauskommt und ich dann ganz schwer nur noch Entscheidungen treffen kann. One Punch Man muss auch noch weitergespielt werden. Primal sowieso. Das habe ich schon beim Livestream durchgespielt. Das habe ich auf jeder Konsole, weil es auf jeder Konsole gibt, aber ich habe es zweimal angefangen und hatte keinen Bock mehr. Dieses schon durchgespielt. Code Veronica auch schon ewig nicht mehr durchgespielt. Resonance of Fate ist, glaube ich, die, genau, Remastered Edition eines PS3-Spiels. Sehr gut. Muss man sich aber immer reinarbeiten. Da bin ich beim letzten Mal wieder eingeschlafen. Oh, so viel Vorarbeit. Tomb Raider habe ich von geredet. Unsichere, also unstabile Framerate, außer man spielt es hier. Siberia 3 bin ich immer noch dabei, den alten Spielstand wiederherzustellen, den mir ein Bug kaputt gemacht hat. Und immer wieder verliere ich die Lust. Street Fighter. Oh, nein. Es ist nicht mehr dasselbe. Star Wars Roach. Ach, nee, nicht Roach. Squadrons. Star Wars Squadrons. Habe ich mal im Livestream gespielt. Damals gab es diese Rogue Squadrons, das habe ich gerne gespielt. Star Wars Revenge. Fortsetzung von Podracer. Ist ein PS2-Spiel. Soul Calibur 6. Ist das mit Geralt? Ich hoffe doch. Tales of Berseria muss ich auch noch spielen. Ich mag ja Tales-Spiele und ich habe ja jetzt auch Tales of Arise und muss das ja auch noch spielen. Zweimal Tales. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge habe ich auch noch nicht durch. Ich bin in Dimension X vom Technodrome, bin trotzdem noch nicht durch. Diese Collection hat mir direkt in den Arsch gebissen. Schwere alte Spiele. The Witcher 3. Wild Hunt, habe heute nochmal die Serie geguckt auf Netflix. Super. Einfach so gut. Ich warte auf die PS5-Version. So, und World of Final Fantasy bei Windfische gesehen, habe es mir dann günstig gekauft und selber noch nicht gespielt. Mal gucken, ob ich jemals dieses Spiel anmachen werde, weil ich ja eigentlich ein riesiger Final Fantasy-Fan bin. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob mir dieses Sammelsurium gefällt. Jetzt bin ich aber auch durch. Danke fürs so lange zuhören. Und wenn ihr die Spiele hier kennt, wenn ihr selber was davon gespielt habt, dann haut das gerne in die Kommentare, was eure Empfindungen sind. Wo ich letztens noch mal Final Fantasy 15 angemacht und das sieht, boah, das sieht nicht so schön aus, wie ich dachte, ne? Das ist doch erst letzte Generation. Also nicht die, die sich festklebt auf Straßen, sondern ich rede von PS4. So. Das ist doch, wie kann das so schlecht plötzlich aussehen? Ich dachte, das hätte so gut ausgesehen. Aber jetzt, wenn man so verwöhnte Augen hat mit dem, was es heutzutage so gibt, mega Ladezeiten, Open World und alles sieht ein bisschen matschig aus, weil Open Worlds sind immer ein bisschen matschiger als Nicht-Open Worlds. Naja, wenn ihr hiervon irgendwas kennt, wenn ihr hier geile Erfahrungen gemacht habt, schreibt es mir in die Kommentare. Skyrim natürlich, wer von euch hat nicht Skyrim auf jedem Gerät zu Hause? Schreibt es mir. Macht's gut, ciao, bye bye, euer Gonzo.